Herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Guide für unser Abenteuer vor Jahren. Und zwar heute geht es um diese Sammlerstücke. Die Sammlerstücke sind in mehreren Farben aufgeteilt, in Grau, Grün, Blau und Lila. Das heißt, ihr braucht auch unterschiedlich viele davon. Zum Beispiel bei den Grauen braucht ihr 25, um das zu vervollständigen für euer Kompendium. Bei den Grünen braucht ihr 10, bei den Blauen 4 und bei den Epic nur 1. Jetzt die Sache. Ja, wo finden wir diese denn? Also, diese sind unterteilt. Das heißt, am Ende von Retrames, wir können mal ganz kurz die Karte aufmachen, am Ende von Retrames, das heißt bis hierhin, findet ihr alle in dem Gebiet. Also ihr könnt hier in den Gebieten mit dem Friedhof zum Beispiel alle finden. Hier vorne in Stammhügel findet ihr nur die ersten zwei. Also wir merken am Anfang nur die ersten zwei, also die ersten grauen. Im nächsten Gebiet kann man schon die ersten zwei plus die grünen finden, hier in dem Gebiet, wenn man Glück hat, sogar ein blaues. Und in Retrames Grenze kann man alle finden. Jetzt sind die Sachen noch mit den Instanzen. Mit den Instanzen ist das ähnlich. Jetzt werden viele sagen, das stimmt nicht. Es ist wirklich so, ich habe es ausprobiert auf dem russischen Server. Und es ist so, ihr in der ersten Instanz findet ihr die ersten zwei. In der nächsten Instanz findet ihr zum Beispiel dann die ersten drei. Und die zwei, also ihr könnt die alle fünf finden in der zweiten Instanz. Und in der dritten Instanz könnt ihr alle sechs finden. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 7 finden. Entschuldigung. So. Ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass es dort findet, aber ich empfehle euch, geht einfach die Gebiete ab und sucht es einfach in den ganz normalen Gebieten. Da könnt ihr es einfach schneller finden. Sammelt einfach ein paar Viecher, macht einen großen Pulk, zertrümmert sie, findet ihr es viel schneller. Jetzt die Sache, wenn ihr twinken würdet, kriegt ihr natürlich auch diese netten Sammelstücke. Deswegen kann ich noch empfehlen, wenn ihr Bock habt zu twinken, die Gebiete zu machen, twinkt. Klatscht alle Monster, findet ihr die Sachen sogar noch schneller und habt gleichzeitig den Vorteil, ihr habt einen Twink in dem Levelbereich. Das würde ich euch noch empfehlen. Wenn ihr die Sachen voll habt, schmeißt sie nicht weg. Entweder ihr schenkt sie der Gilde, ein paar Freunden, hebt sie auf, oder ihr verkauft sie. Ab Level 30 könnt ihr das Aktionshaus benutzen. Darauf geht ihr dann hier drauf, geht auf meine Traktion, geht auf Hinzufügen, gebt euer Teil rein, was ihr geben wollt, den Trank zum Beispiel, wenn es funktioniert, ne? Gegenstand hinzufügen. Und dann könnt ihr die Sachen verkaufen. Na, wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert, das Ding, aber verkauft sie, die werden nicht viel wert sein. Ich würde es eher der Gilde oder Freunden geben, weil am Anfang die ersten Gebiete werden sind eben überfarmt. Also, wie gesagt, diese Sammlerstücke findet ihr bei Monstern und könnt diese auch tauschen, wenn ihr wollt, oder ihr lernt sie selber. Aber ich empfehle euch zu twinken, dann geht es einfach schneller. Oder ihr habt genug Gold, dann könnt ihr sie eben auch im Aktionshaus kaufen. Ne? Um diese 100% zu erreichen, müsst ihr diese auf jeden Fall alle haben. Gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir sehen uns. Ciao.